Die Menschheit wird schneller und effizienter. Kranksein wird wenig Zeit eingeräumt. Wir haben das Internet, wir haben sehr viel Druck von außen. Die Eltern lassen den Kindern keine Zeit mehr, krank zu sein. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Psychologen, Lehrer und Ärzte dieses Wort ADHS und ADS zu schnell heute diagnostizieren? Frauen nicht genau genug. Ich glaube, Ja. das ist das Problem. Also Ja. man meint noch schnell mal, ein Kind habe ein ADHS, aber Ja. um eine Diagnose zu stellen, braucht es schon eine ausführliche Ja. Aufklärung. Also eine neurologische und neuropsychologische Untersuchung. Nur dann gilt das, sonst ist das nicht, kann das nicht als ernsthafte Medizin Ja, angeschaut werden. weil was auch sehr eng mit ADS und ADHS korreliert, ist dann gleich Ritalin. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Pädagogen, Lehrer dann sehr beruhigt sind und sagen, ach, ihr Kind ist ADHS oder ADS auffällig. Und sie scheinen beruhigt zu sein mit der Idee, wenn die dann Ritalin kriegen, dann ist dieses Kind zumindest abgehakt. Und so habe ich das Gefühl, dass es missbraucht wird ein bisschen. Also ich glaube, viele wissen nicht, was Ritalin ist, oder? Genau. Also Ritalin ist ein Bitte nehmen Amphetamin. Sie Stellung zu Ja, Ritalin. ist ein Amphetamin. Und also wenn wir das klarer ausdrücken wollen, dann können wir sagen, ist ein Kokainderivat. Also im Prinzip ist das eine Substanz, die wirkt wie Kokain und die auch nur unter dem Betäubungsmittelgesetz verschrieben werden kann, weil es süchtig machen kann. Darum ist es auch so wichtig, dass die Diagnose wirklich richtig gestellt ist. Wenn man Ritalin einem Nicht-ADHS-Kind gibt, dann riskiert es, dass es abhängig wird. Bei den ADHS-Patienten meint man, sie wären nicht abhängig. Ob das wirklich so ist, das wissen wir nicht so richtig. Und wie ist Ihre persönliche Meinung zu Ritalin? Also, Setzen Sie es ein? ich setze es ein in Notfällen. Also ich behandle ungefähr 600 ADHS-Kinder heute. Und wenn das überhaupt nicht mehr geht in der Familie, also wenn das Kind, die Probleme des Kindes die Familie zerstören oder in der Schule es überhaupt nicht mehr geht, dann setze ich auch Ritalin ein. Aber sind ungefähr 10% meiner Patienten, nicht 70 oder 80. Und die anderen 90% behandeln Sie klassisch homöopathisch nach Ihrer Methode und Sie haben sehr gute Erfolge damit. Ja. Wir haben jetzt Langzeitverläufe über 8 Jahre und da sieht man, dass 75% aller Patienten mit Homöopathie sehr gut gehen. Also Homöopathie allein während einer bestimmten Zeit macht eine Besserung von über 60% der Symptomintensität, die dann auch weitgehend bleibt nach dem Absetzen der Homöopathie. Das ist war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Das habe ich nicht gewusst. Das haben wir erst jetzt durch die Langzeitverläufe erfahren. Also man kann sagen, es gibt eine partielle Heilung des Leidens. Und eine Freiheit von Ritalin. Ja. Also 3 von 4 Kindern so befriedigend behandeln. Weil wer die Homöopathie nicht kennt, das sind auch Lehrer sehr, sehr schnell bei dem Vorschlag dieses Medikaments, weil sie dann einfach Ruhe in ihrem Ja, Klassenraum genau. erwarten. Es hängt sehr stark von der Persönlichkeit des Lehrers ab, ob er bereit ist, auf die Individualität der Schüler einzugehen oder nicht. Und die, die es nicht sind, die verlangen halt auch eher Ritalin.